Mein Name ist Katrin Mora-Pluszczyk. Ich habe eine Lehre absolviert als Kirchenmalerin und Denkmalpflegerin 2003 bis 2006. Danach habe ich bei meinen Eltern gearbeitet im Betrieb, im Malerbetrieb und konnte da viele Erfahrungen sammeln und habe dann 2017 meinen Meister gemacht, mit sehr gut abgeschlossen, daher einen Meisterförderdarlehen bekommen und aufgrund dessen oder darauf aufgebaut dann meinen eigenen Malerbetrieb gegründet. Ich bin jetzt sozusagen selbstständige Malermeisterin, habe ein Einzelunternehmen mit einem Geselle und einem Azubi. Dieses Jahr kommt noch eine Azubine dazu. Und alles würde aber gar nicht so funktionieren, wenn ich den Background nicht hätte mit den Eltern und der ganzen Familie. Das Ziel ist eben, unseren Familienbetrieb, den es schon seit 1953, jetzt in dritter Generation gibt, erfolgreich und so leidenschaftlich wie eh und je in die Zukunft zu führen, gemeinsam mit meinem Mann und meiner Schwester, die immer eine sehr große Hilfe ist, genauso wie die ganze Familie, ohne die das einfach gar nicht möglich gewesen wäre. Ich habe meine Ausbildung 2017 in der Akademie für Maler und Lackierer, Fahrzeuglackierer gemacht, nennt sich Farbwerk. Und fand das eben ganz toll, dass dort Unternehmer unterrichten sozusagen. Also die Schule ist im Prinzip gegründet worden von lauter Malermeistern, Lackierermeistern, die sich gesagt haben, wir müssen hier mal noch was verändern, den Unterricht ein bisschen aufmöbeln und ein bisschen mehr ins Praktische holen. Und ich glaube, das lockt dann einfach ganz viele Jugendliche, die sagen, ich möchte jetzt nicht einfach nur diesen Zettel haben, diesen Meisterbrief, sondern ich möchte auch was lernen und was mitnehmen aus dieser Schulzeit für mein späteres Berufsleben. Da ich sowieso eigentlich den Wunsch hatte, Lehramt zu studieren, habe ich mich eigentlich gefreut, als die Anfrage kam, ob ich denn auch Interesse hätte, mal in der praktischen Meisterausbildung mit tätig zu werden. Ich fühle mich einfach wohl in Sachsen. Ich kann mich auch woanders wohlfühlen, aber es ist einfach Sachsen. Und die Leute sind hier einfach, finde ich, ganz, ganz sehr hilfsbereit und fleißig und freundlich miteinander. Auch meine Kunden, das ist ja eigentlich das Schönste an unserem Beruf überhaupt, dass wir sehen, was wir gemacht haben oder was wir gestaltet haben und dass man den Kunden glücklich macht. Wenn ich es jetzt auf Sächsisch sagen würde, daheim ist daheim. Und im Prinzip da, wo meine Freunde und meine Familie sind, da ist meine Heimat. Und das ist halt hier in Sachsen.